weiter geht's mit einer esoterischen Runde Kimchi. Also wir hatten ein Kraftwerk hier, den Windgenerator glaube ich gerade fertig gehabt. Genau. Jetzt mache ich Input, viel Batterie. Wir warten eigentlich jetzt, dass die ersten Kettenteile fertig werden. Wir können aber in der Zwischenzeit mal. Oh shit, das kann ich nicht sehen. Batteriebank, so jetzt geht's. Ich werde noch mal einen hier hinsetzen. Mal, warum nicht? Können ja mal ein Jahr nicht Wind sein. Einen anderen Zweck hat das Gebäude hier nicht. So würde ich sagen. Okay, hab da wieder was zu bauen. Und mehr Batterien. Kann nicht schaden. Aber ich behaupte, wenn die Batterien weg sind, wir werden ja nicht weniger Strom verbrauchen, eher mehr in Zukunft. Dann kann man anscheinend wohl noch mit Forschung was erreichen. Da haben wir noch einen Tausi rausgeholt hier. Aber naja. So, geht's mit der Rüstung voran? Halb. Wie geht's hier oben? Kein Stahl. Na, die tun. Eisenplatten haben wir. Stahl ist ein bisschen lahm. Ja. Hilft ja nichts. Wir hatten mal so viel Stahl. Hier kommt doch langsam wieder Erz rein. Weil wir hier mal die 200 Erz rausgeholt haben. Die hat Senchi sich alle eingesteckt. Oder auf den Boden geschmissen. Was soll ich mal machen? Ja, verstehe ich, warum das Ding 60%, dass da nicht so viel rauskommt. Das ist ein bisschen komisch. Und hier arbeitet jetzt noch einer. Das ist der Wii, was trägt der denn so? Ah, der ist ja ganz gut. Ein potenzieller Kandidat für eine Kette, würde ich sagen. Die Erzer sind ja die schweren Rüstungen. Der ist hier noch ein leichter. Hops, den hatten wir eingekleidet, ja. Sowohl, ja, gut, der hat die Beine noch. Der kann eigentlich mal eine bessere Lederjacke holen. Nein. So, und zwar, Hut ist okay. Jacke ist okay. Schuhe sind nicht. Eine Hose bauen. So. Überladen, ja, mit dem ein bisschen mit seinem ganzen Heilkram. Bau von was? Was ist die fertig ist da? Die kann sie doch nicht.
Käme. Dass ich überhaupt noch was haben. Okay. Ja, eigentlich können wir die Wand auch noch mal abreißen. Nee, können wir nicht, wenn die Geschütze da dran sind. Ah, das ist aber doof. Und eine Rampe kriegen wir da nicht mehr hin, wa? Oder? Zweite Rampe. Hier hin? Ne. Die wäre dann da. Das wird jetzt für immer da bleiben. Müsste dann irgendwann hier die Mauer weiterbauen und dann hier auf der Seite eine Rampe. Oh Gott. Das will ich nie wieder abreißen können. Kannst du die nämlich nicht abreißen? Speichern. Siehst du, nicht entfernen, solange das noch Aufbauten hat. Die aber noch nicht gebaut sind, weil sie die nicht bauen kann. Das ist ein bisschen doof. Einzige Chance besteht jetzt darin, Tor abreißen, Mauer hier rüberziehen, hier eine Rampe bauen, die Dinger fertig bauen, dann abreißen und dann können die Wand abreißen. Super. Naja. Läuft. Was haben die eigentlich für Aufgaben? Trainingspuppe. Mittlerweile müsste ich auch ein bisschen Nahkampf haben, ne? 54. Läuft. 55. 47 Schloss, Knackenattentat, 43. Der kann eigentlich mal Attentat nehmen. Hat aber mindestens schon 10 Level oder so gemacht. Noch ein bisschen Nahkampf. Er kämpft doch. Da bloß Cut hat mal Stahl ab. Nein. Ach, Batteriebank, das war's. Ah, 6480. Ja, Brigitte, habt ihr noch was gestapelt? Ja. Ich kann nochmal 5 Fleisch ab. Das ist noch voll, dieses verschwindet langsam, das frisst Rock hier alles auf. Da ist noch kein Brot drin. Und wir haben kein Fleisch mehr, das heißt, sie kann eigentlich die Staubbrot machen. Man kann eigentlich nicht zu viel essen, ne? Und das wird ja nicht schlecht. Auch das Schöne daran. Hat sie denn noch Brot, ne? Seltsam. Und die Söldnerplatte und eine Lederrüstung in die Beine.
34, 47, 18. Wow, das ist aber ein Unterschied, Experte und hoch. Wow. Ja, uns wird das Brot. Was ist denn mit Gecko? Macht die kein. Ist wahrscheinlich kein Getreide da oder so. Ja, Kakteen nochmal wie doof. Und Hanf. Kein Getreide. Und die beiden Schütze. Noch ein Skinner hier. Kein Stahl. Mir arbeitet auch irgendwie keiner. Ach, weil Senshi überladen ist. Ja, jetzt muss man noch ein paar weg. Da wird hier sowieso irgendwann alle verbraten. So, geht besser. Aber eigentlich ist das gut für ihn, da kriegt er Stärketraining. Na, der ist voll. Manuell. Und wenn wir einen anderen nehmen, ach nee, das hatten wir versucht, dass wir Hops die Eisenplatten hier hinbringen lassen, dann tüttelt er hier auch rum. Ich weiß nicht warum. Das wäre mal gut zu wissen. Ist auch nicht mehr voll. Ja, Leder kann da noch. Das wird nicht mehr reichen hier. Eigentlich noch ein Lager machen. Weil ja, 150 Lederrüstung will ich im Leben nicht herstellen. Wie sieht das Molly aus? Die macht Skelettdinger. Haut auch das Stahl weg. Was können wir Molly? Hat, wie viel Robotik hat die denn jetzt? 76. Eigentlich mal wegnehmen. Und was trägt der? Müll. Alles Müll. Ich muss eigentlich mal umkleiden. Guck mal hier.
Aber du kriegst erstmal einen hohen Helm. Kriegst du so eine. Aber zwischen Experte und Hoch ist so ein heftiger Unterschied. Sie alle Experte haben, aber zumindest ein paar Sachen. Ohne Hose brauchst du. Das ist auch Müll. Haben wir sicher noch was Besseres. Ist er? Ich sehe sowas. Oh, die haben wir auch noch. Aus. Ja. Geht schon. Geh mal wieder deine Aufgaben, ne? Ich würde jetzt mal sagen, Fertigung. Gliedmaß brauche ich eigentlich nicht. Die Economy legt den Müll. Ich schmeiß den mal raus. Stangenwaffe ist das Einzige, was sie mal herstellen, und Kette. Einer davon hergestellt. Nee, ich hatte gehofft, er würde. Da machen die nämlich mal sowas wie Elektroteile und so. Und alles voll. Und Windenergie ist ja nicht wie Solarzellen, die nur bei Tag laufen. Ist ja hier immer ein bisschen windig zumindest. Ach, das Ding ist voll. Spezialgeschütter und Stahl. Sprich, das ist nicht gut, wenn wir automatisiert sind. Erstmal sind die langsamer, als wenn einer dran arbeitet und das Skill nicht mehr reingerechnet wird. Und die packen das Zeug nicht automatisch weg. Das heißt, wenn die Maschine voll ist, dann hört die auf zu laufen. Und wenn man jemanden sagt, schleppt die dahin, dann machen sie es nicht. Dann backen sie aus. Dann hängen wir hier. Erfüllt die zwar gut, aber wenn dann 10 Platten drin sind, ist vorbei. Was kann denn da?
Also, sie wohl nur verlaufen. Die Leute klauen sich das sowieso alle. Wenn wir eine zweite Stahlmaschine bauen, ich weiß es nicht. Scanner hängt doch da, oder? Ja. Und das Nachtmesh? Ach doch, geht noch. Die haut jetzt gut Eisenplatten raus, muss man sagen. Mit der noch irgendwas, das wir upgraden können? Ich gucke mal hier unten, ob der man da upgraden kann. Kochherd vielleicht, nein. Oh nee. Alles nur Lager. Steine, wie eigentlich. Die Batterien kann man nicht upgraden, ne? Ja. Haben wir irgendwas bei den Geschützen gemacht? Nein. Die sind auch eigentlich effektiv, genau. Das finde ich so ein bisschen komisch. Also du kannst zwar Sachen automatisieren, aber der Skill fehlt. Also wenn du jetzt richtig guten Arbeiter hast, der haut die Eisenplatten vermutlich schneller weg als die automatische. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich die wieder... Obwohl, naja, geht. Läuft eigentlich recht schnell. Müssen die dann runter auf 2 bringen. Ab 3 war die automatisieren. Die ist schon schnell, aber ist halt nichts raus. Stapelt sich da drin, dann ist es vorbei. Er hat ja eigentlich guten Skill. Schon mal, das ist Arbeiten, ne? So. Und der Nachbar. Eigentlich will ich das Tor noch mal wegreißen. Weil mir das mit dem Sand hier nicht gefällt. Also überhaupt nicht. Obwohl, ja, wir kriegen einfach sowieso noch mal ein neues Tor und dann können wir das hier immer noch wegreißen. Wir müssen das sowieso wieder wegreißen, nehme ich an. Ja. Ups, wie habe ich jetzt nicht. Sorry, wollte ich nicht. Bleib mal hier. Seit ich hier wohne, ziehen die Leute weg. Ziehen die meisten Leute weg. Ich glaube, ich läuft mir gerade im Kopf rum, weil ich das immer auf YouTube gesehen habe. Mike Krüger. Mhm.
Ja, mit dem Schatten bin ich noch nicht groß weiter. Also ich habe es versucht, die Originalschatten-Algorithmus irgendwie auch auf andere Dinge laufen zu lassen. Ich schaffe es, dass er den ATW-Schatten, den Shader für jede Lichtquelle laufen lässt, auch für Spotlights. Aber er kreiert keinen Schatten. Ich glaube, das ist irgendwie in dem. Also erstmal der ganze Shader für Schatten und so weiter, das ist alles in die DLL kompiliert. Da kann ich nichts dran machen. Der Shader an sich. Also ich kann da. Hab da keinen Einfluss drauf. Das läuft alles auf der CPU, nicht auf der Grafikkarte. Der ganze Schattencode oder das meiste und wird dann von der Grafikkarte dann nur noch ausgeführt, also aufgerufen. Aber die eigentliche Schattenberechnung ist auf der CPU anscheinend. Und ja, ich habe dann versucht, das für jede Lichtquelle mal laufen zu lassen und versucht, ein paar Parameter zu ändern und dann auch für die anderen Lichtquellen Schatten zu kriegen. Er will aber nicht. Er mag das nicht. Also ich schätze mal, ich gehe davon aus, ich weiß es nicht, weil es Blackbox, kann ich nicht reingucken in den Code, dass das in der CPU so ist, dass der immer die Sonne als Lichtquelle nimmt. Also festgeschrieben, hardcoded. Und dass man nicht für andere Lichtquellen Schatten produzieren kann mit diesem ATW-Code. Und selbst wenn ich es jetzt für jede Lichtquelle laufen lässt, er macht dann nur immer wieder den gleichen Schatten für die Sonne. Nicht für Strahler oder sonst irgendwas. Sprich, ich habe jetzt eingeben, müsste ich jetzt meinen ganz eigenen Schatten machen. Auf der GPU dann. Und den ganzen ATW-Kram praktisch ersetzen. Und dann könnten wir auch bei Nacht, wenn hier jetzt die Flutlichter an sind, dann schmeißen die Kisten Schatten und so weiter. Müssen da eigentlich Schatten. Ja. Figuren, die hier durchlaufen, schmeißen Schatten. Wenn ich mit meiner Taschenlampe hier reingehe, schmeißen die Boxen Schatten, den Tisch. Überhaupt Innenräume, wenn du eine Deckenleuchte hast, müsste das einen Schatten werfen. Weil Diffuslicht ist ja da. Also diffus klappt wunderbar, ne? Und ich mit meiner, ich habe das ja viel getestet, viel geguckt, also wenn ich mit meiner kleinen Leuchte an der Hose hier um den Tisch rumlaufe, Diffus und Specular funktionieren wunderbar. Von meiner kleinen Taschenlampe wird das die Seite erhellt, die hintere Seite wird dunkler. Hier genauso, das hier vorne wird heller, der Rest wird dunkler. Das Einzige, was man jetzt machen müsste, wäre noch so eine Shadow Map erstellen von meiner Taschenlampe, die dann berechnet aus der Sicht der Taschenlampe die Tiefe des Gegenstands. So. Und dann würde man, also ich habe mir das auch jetzt gerade erst eingelesen. Die machen das so. Habe ich hier auf dem Monitor. Die nehmen die Taschenlampe, gucken von der Taschenlampe auf das Objekt und die rechnen dann die Tiefe. Ne? Also Tiefe ist, wie weit ist das von der Lichtquelle zu dem Ding? So, und ob es dann natürlich blockiert ist. Also der weiß dann genau, okay, das ist so tief, das ist blockiert. Ne? Und so weiter. Und dann weiß es, okay, hier ist eine Grenze. Wenn jetzt noch irgendein anderer Pixel auf dieser Linie ist, dann muss er ein bisschen dunkler sein. Bis zu einem bestimmten Punkt, wo ich dann sage Cut-off oder Clip. Ne? Also wenn ich jetzt hier stehe mit meiner Taschenlampe und die strahlt hier drauf, dann geht sie hier hin. Puff, oh, okay, hier ist die Dings. Ne? Jetzt aber hier bei dieser kleinen Erhöhung. Die kommt hier hin, sagt, oh hier, das ist die Kante, da scheine ich noch hin, ne? Und dann kommt noch eine Kante und dann kommt es hier. So, und wenn ich jetzt hier von meinem Eye-Vektor von hier dahin gucke, habe ich jetzt eine Tiefe,
in dieser kleinen Ecke, die ja jetzt so aussieht. Kann ich aber noch ein Stück reingucken und kriege dann eine Tiefe, während der die Taschenlampe das nicht sehen kann. So, und an der Stelle, solche Pixel, die müssen dann dunkel gemacht werden. Ja. Und darum geht's. Und was ich nicht sehe, ist sowieso egal. Also wird es sowieso nur auf Sachen gemacht, wenn auch Pixel laufen, die ich sehen kann. Also hinter dieser Box brauche ich keinen Schatten rendern. Ist mir eigentlich egal, ob da ein Schatten ist oder nicht, weil ich es nicht sehe. Das machen jetzt wieder mit so super Heavy Metal Schatten Algorithmen, ne? So wie zum Beispiel Nvidia mit ihren Super Mega Karten oder was auch immer, die machen dann super komplizierten Code. Da wird nicht nur vom Eye-Vektor, also nicht nur von der Kamerasicht Schatten berechnet, sondern von allen möglichen Richtungen. Und dann wird wirklich real gesagt, okay, hinter dieser Kiste ist ein Schatten. Und das heißt dann, dass das Ambientlicht um den Schatten etwas weniger sein müsste oder mehr oder was auch immer. So, dass wenn man jetzt, da haben sie dieses tolle Beispiel gebracht, haben so einen Panzer. Hier steht ein Panzer und hier sind die Ketten. Und da ist eine Kette. Wenn ich jetzt normal Schatten nehmen würde, Shadow Mapping. Und das wäre ganz normal Licht von dieser Seite, ja. Und hier ist jetzt scheint Licht von meiner Kamera oder ein bisschen mehr von rechts. Dann würde die Kette unter dem Panzer einen Schatten werfen. Das könnte jetzt zum Beispiel so aussehen. Und die wäre ja dann mit der Wanne, würde das ja, also praktisch zwischen dem bisschen, was ich hier sehe, von vorne von der Kette. Und die Wanne würde man jetzt hier so ein bisschen so einen Strich schwarz sehen oder Schatten. So, und Nvidia hat dann noch irgendwie super komplizierten Code, was dann den Rest darunter auch noch dunkler macht, weil es unter dem Panzer ist. Und da weniger Ambientlicht drauf fällt sozusagen. Ja, aber wie gesagt, da will ich gar nicht hin. Ich will nur, dass wir, wenn die Scheinwerfer hier an sind, die Box ja auch mal einen Schatten nach da wirft. Ganz normale Schatten. Das würde ich schon helfen. Aber bei Nacht sieht alles ein bisschen unwirklich aus. Wenn man keinen Schatten hat, dann weiß man zum Beispiel nicht, wo einer steht. Steht er oben drauf? Steht er unten drunter? Bei Tasch scheint sogar die Sonne hier durch. Das ist super cool. Da ist bald mal die Hose fertig. Na. Viel verdient, passieren tut nicht. Oh, guck mal, da können wir ja variieren gehen. Mein Bein auch kaputt? Ja. Das wieder fit. Ich auch. Ja, wir haben kein Brot, ne? Doch, hat er sechs. Müssen sie da eigentlich Staubbrot machen können? Will sie nicht. Naja. Bisschen wieder aufgefüllt.
Ach, wenn ich sie reinlege, dann kapiert. Kein Fleisch. Brauche ich mal wieder einen Raid, dass wir an Fleisch kommen. Zappelt denn da? Oh mein Gott. Folgen. Sorry. Okay, Blutung ist 500 bewusstlos. Der dürfte dann sterben. Oh, guck mal, wir haben Plus mit den Sklavenhändlern gemacht. Denken wir mal, wir bei den Sklaven gekauft haben. Und geächtete. Ja. Ich gehe mal mit einem oder so Kupfer wegbringen, das ist ja unsere beste Einnahmequelle hier. Nehmen wir den Rosafi. Ich nehme sie als Leibwächter mit. Viel trage ich jetzt? 73 nur. Bin ich denn da? Da mal verkaufen gehen, dass wir Geld reinkriegen. Können wir uns ja mal diese Ladentheken-Geschichte ansehen. Das heißt aber, ich müsste das Tor öffentlich machen und die Leute reinlassen.
Wollen wir hier Leute drin haben? Denk mal, wenn eine Theke, dann vielleicht hier drin. Eine Ladentheke, die dann von Brigitte bedient wird, wenn sie nicht am Kochen ist. Das wäre ja vielleicht nochmal. Es geht da. Oh, schon 54 Nahkampf. Ja, so kann das Spiel schon friedlich spielen. Ich warte ja jetzt, dass mal ein bisschen Eisenplatten, Stahl und so weiter hergestellt wird. Und wir dann eventuell mal wieder erkunden gehen können. Bücher sammeln, weiß Gott, genug. Und damit wir das beste Geld machen, würde ich sagen, den Rest schaffen wir mal hier unten hin. Aber den Shinobis kann man schlecht verkaufen. Und noch dazu entwickeln wir natürlich Stärke. So. So, Chance frei zu kommen, Entführung widerstehen, Angriffsgeschwindigkeit mit schweren Waffen. Und. Brauche ich ja auch mit einer schweren Stangenwaffe. Eigentlich müssen wir Ruka hier rufen lassen. Ja, mal, das alles wirft schön Schatten, nur. Bei Nacht ist alles schattenlos. Und in Innenräumen generell. Na komm. Ich hab hier was. Ist alles auf dem Boden rumliegt und darum keiner hebt das auf. Hey, gut. 37.000. Nicht übel. Gemale. Man muss auch nicht alles herstellen. Es gibt ja immer Alternativen wie zum Beispiel Stoffe aus Baumwolle oder aus Hanf, ne? Verabschiede dich von deiner Freiheit, Mädchen. Oh. Ist das eine der Verhungernden, die auf dem Boden lag? Bloß weg da.
guck mal, wie schnell ich bin mit meinem neuen Bein. So muss das sein. So, also so minus 2 nur. 30 km/h. Boah, Alter. Sie kann nur 23. 30 km/h. Das sind Roboterbeine. Ja, wir müssen dringend die mehr Uralte haben. Und dann können wir nämlich die Schwärmerarme erforschen. Dann können wir die Schwärmerarme, glaube ich. Wo haben wir denn? Schwärmer-Skelettarme. Ja, wir brauchen Uralte nur. Dann können wir Schwärmer-Skelettarme machen. Und dann Skelettbeine. Ach, da brauchen wir KI-Kerne. Ja, scheiße. Schaffen wir ja. Ja. km/h. Der schnellste der ganzen Truppe bin ich hier. Ja, der macht Elektro. Auch nicht schlecht. Oh, ich glaube, wir haben die. Nee, doch nicht. Doch keine Rüstung. Ja, ich weiß auch nicht, wo Stahl hingeht. Oh, guck mal, irgendwer hat das rausgeholt da. Schleppt Senshi das jetzt in seinem Inventar? Anscheinend. Nee, das ist mehr geworden. Irgendwie. Oder doch nicht? Oder habe ich das da reingepackt? Als wenn irgendwer die Eisenplatten da weggepackt hätte. Ja, jetzt füllt sich langsam. Das läuft auch. Muss noch mal Bolzen kaufen. Brigitte hat auch Fernkampf. Ne? Die hat eine kleine. Attentat 48, 45. Pass mal auf, geh du mal. Schloss knacken, Attentat. Lass uns das mal ummünzen. Zumindest auf 60 kriegen mit den Schlössern. Das ist also gemoddet. Im originalen Spiel kann man das höchstens auf 30 kriegen. Der hat aber auch viel
in echten Schlössern trainiert, nicht nur hier an der Kiste. So, Molly ist jetzt ohne Job. Und ihr tatsächlich schon ein Bein hergestellt. Was macht sie denn jetzt? Geschützturm machen. Na, warum nicht? Ja, immer mal folgen, ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Ja, im Moment brauchen wir echt nichts anderes machen als abwarten. Aber jetzt wollen wir mal Core 8 und jetzt lassen wir es einfach mal laufen und gucken, was passiert. Ich schätze einfach, der Senshi, wenn er seine Stahlmaschine füllen will, dann holt er die Platten da alle raus. Und der hat jetzt keine. Ich glaube nicht, dass er die hier reinpackt. 42, 19. Die ist jetzt voll, die hört jetzt auf zu produzieren. Nichts passiert. Mal versuchen. Das war lieb. Na, wie macht er dann einen voll? Obwohl er jetzt voll ist. Das war immer ein Lager Eisenplatten. Wenn ich das auch von das Meer angeklickt habe, ich weiß nicht. Hier hinten wieder hin. Nicht so, sondern so. Ich weiß nicht, warum der baut. Der Senshi. Der soll eigentlich nicht bauen. Komisch. Na ja, lass mal immer, was er macht.
Ihr seht da, ne? Die Fußfunktion ja wunderbar. Das ist heller, das ist dunkler, weil das Licht von da kommt. Müsste jetzt nur noch eine von meiner Perspektive sehen. Oh, ich kann das sehen, aber das Licht kann das nicht sehen, also muss das dunkler sein. Obwohl das Licht in die Richtung schauen. So. In der Art, bis zu einer bestimmten Entfernung. Und dann das Ganze noch wobbly verschwommen machen und dann ist gut. Dann hätten wir die super guten Schatten von ATW. Und dann für alles kleinere, einfache, kleine Blob-Schatten sozusagen. So, mein Plan. Ui, wird langsam. Ja, okay. Lass mal laufen. Ist klar nicht. Das heißt, wir können eigentlich mal wegen dem Laden gucken. Gecko, komm mal her. Oh, ich sehe nichts. Wo ist hier keine Lampe? Deckenleuchte. 2 Uhr, ja. Eine hier in die Mitte. Und eine hier so hin. Und dann hätte ich ganz gerne noch. Ach, die kann man hier nicht. Okay. Ja, dann bauen die beiden mal. Dann hol dir was. Das ist dein Job. Was holt sie sich denn jetzt? Achso, weil hier noch Krams rumlag. Genau. So, jetzt erstmal wegbauen. Das bald voll? Ja, ist voll.
Ja, viel besser. Sind hier am Ausflippen? Nein. So, vielleicht Licht hier. So, zwar würde ich dann sagen, braucht noch eine dritte Lampe oder so. Mit Ventilator. So in die Mitte. Viel zu weit. So, okay. Ist ja auch, wenn wir jetzt alle Platten. Wenn wir dann das Tor öffentlich machen, die Leute hier reinlassen, was haben wir denn, wenn so Banditen dann passieren? Dann bräuchten wir hier eine Theke oder so. Das ist ein Ständer. Ja, mein Tisch. Würde ich sagen, hier eine Theke. Innenräume. Waren das Ständer, Tisch, Tragwand, jetzt. Nee. Ladentheke. Genau das. Sieht aber doof aus. So rum, ne? Dass da keiner hin kann. Und da kommt er auch noch rein. Ja, ist natürlich super schräg. So. Und da können wir zwei verschiedene Sachen verkaufen, vielleicht.
auch mal hören. Dumm, die dumm, die dumm. Geht denn das Stahl in die Eisendinger? Nee, das ist Roheisen. Ich weiß nicht, wo das ganze Stahl hingeht. Molly baut auch nicht mehr. Ja, seltsam. Jetzt aber 1000 Leute hier reinkommen. Ja, guck, da kannst du Sachen reinschmeißen. Brigitte, das denn? Nee. Kannst ja auch nichts mehr machen. Kannst nur Sachen reinlegen. Wir Hops dann mal, wie viel Kupfer haben wir? 35. Wie immer das. Und dann vielleicht noch das. Ich weiß das mal da rein, ob die Leute das wollen. Und das war's. Und dann machen wir das Tor öffentlich. Bin ich mal gespannt. Dann können wir mit Hobbs noch einige der Rüstung. Also nichts, was Experte ist, nur hohe. Die baut noch. Mal gucken, ob irgendeiner unseren Kram haben will. Zack, 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 zack.
Ein Experte behalten wir. Wenn wir es nicht selber brauchen. Guck mal, die sind ja immerhin 13.000. Also wenn das einer kauft, dann haben wir schon mal gut Geld. Gucken, wie es läuft. Küche ist off limits. So. Mal sehen. Vielleicht kriege ich, weil wir mit den Sklavenhändlern, als wir denen gehandelt haben, haben wir Plus gekriegt. Vielleicht erhöht das ja auch diplomatische Beziehungen. Zeig. Bis das Ding voll ist, denke ich mal. So, ich muss mal eben kurz aufpassen, wo das Stahl hingeht. Da ist jetzt ein Stahl drin. Wer holt das? Cut und Skinner. Aber für was? Ach, Waffe, Waffenproduktion. Vielleicht die erste ordentliche Stangenwaffe. Ich glaube, Skinner ist sogar der schlechteste. Na, ja, 41 immerhin. Chance auf Erfolg 0. Ja. War das schlechtes. Aber egal, lass ich mal rödeln. Ach, er hat schon eine hergestellt. Luca 3. Guck. Ja, wir werden alle Stangenwaffen tragen. Die sind sehr gut zur Verteidigung und haben ein bisschen Angriff, sind gut gegen Tiere. Ungewöhnliche Mischung aus Säbel und Stangenwaffe, die Nachteile von Stangenwaffen reduzieren. Die hat ordentlich Wumms. Schnittschaden, Stumpfhaben, Blutverlust sehr hoch. Rüstungsdurchdrehung sehr gut. Angriffsbonus. Ein geringer Malus in Gebäuden und plus Schaden gegen Tiere. Und wenn ich mit dem Ding kämpfe, habe ich immer gute Verteidigung. Ich block sehr viel. Und das wird unsere Standardwaffe. Denke ich mal. Macht ihr. Bestellt die fertig. Yep. Und hat auch eine. Auch keine Chance auf kritischen Erfolg. 8%. Cut. Also brauchen wir massenhaft Waffenschmied.
Der ist wieder voll. Der ist auch voll. Oh, gucke mal. Doch. Der hat es hier rübergebracht, oder? Ja. Ich hätte es auf jeden Fall zu verteilen. Also er lässt die nicht volllaufen. Das ist gut. Ich habe mich Kunde. Kann hier nicht mal irgendwo Hilfe? Warte mal. Hilfe. Grundlegend schön. Was soll ich tun? Tarnung, Uniform. Die Wanne ist voll. Fehlt ein Glied. Ja. Bauen. Dein Status anzusehen. Erforschen Blaupausen. Blablabla. Gegenstände fertigen. Ohne was? So. Tore Mauernbahn, das ist erste Produktion. Zum Verkauf stehende Gebäude, nein. Da sind das Sklave, Daueraufgaben, ja. Kopf, ja, nee. Das K.O. ist angegriffen. Du musst eine Werkstatt aus dem Bereich Fertigung und Baumenü bauen, um Gegenstände herzustellen. Da ist es nur Pläne erforschen, Technologie und Fertigung zu lernen. Ja, ich überlege, ob ich irgendwo hier Handel mal was finde. Zu Verkauf stehende Gebäude. Mehr Arbeiter bedeuten eine schnellere Produktion. Um betrieben werden zu können. Mühle, bestimmte Gebäude, Stromversorgung. Ja. Baut. Kommen wir im Baumodus, ne? Was soll ich tun? Beute zu verkaufen, dein Vorräte aufzufüllen, Beute zu verkaufen. Du musst einen Laden finden, um deine Beute zu Geld zu machen. Halte Alt-Taste gedrückt, um Schilder von Läden in der Nähe anzuzeigen. So. Vorsichtig, ja gut, das wissen wir. Eisenadern abbauen. Du kannst hier als Dieb. Du musst einen Laden finden. Als einziger Einzelgänger ist das Überleben in der Welt von Kenshin nicht einfach, aber neue Rekruten können dir helfen. Suche in den Kneipen der Stadt nach Söldnern oder kaufe auf den Farmen außerhalb der Stadt tierische Begleiter. Denke daran, du bist nicht außergewöhnlich und du bist nicht stärker als die anderen. Trainiere hart, ja. Kommt her, kauft unser Zeug. So, warten bis die Traders hier wieder vorbeikommen. Ding ist voll.
Der Typ. Ja, schmeißt du die wieder rein. Machen wir es so. Jetzt hat er sie gemacht. Da müssen wir sie umlagern, wenn er nur eine bedienen kann. Da jetzt muss ich die Eisenplatten hier weg bestimmen. Sehr löblich. Aber nehmen die mal alle mit. Nein, das darfst du. Eisen hat er ja noch ein bisschen. Aber die bringen auch Neues ran. Und da hängt er wieder. Catchy. Senshi. Jetzt wird der Stahl nicht mehr produziert, ist ja bekloppt. Also echt, weiß ich auch nicht. Wird Zeit, dass wir eine automatische Stahlmaschine-Ding kriegen. Fertigung. Aber haben wir nicht. Doch da, Stahlbahn 2. Stahlbahn 2 werden oft zur Fertigung fortgeschrittener Waffen verwendet. Wir können sie aus rohem Eisenerz veredeln. Stahlraffinerie 2. Ist das noch eine 1? Oh ja. Was brauchen wir denn da? Uralte, zwei Stück. Bergbaubeschleuniger, das ist erstmal wichtiger hier. Definitiv. Dann machen wir folgendes. Aber jetzt ein bisschen Geld. Osafi ist ja jetzt super schnell. Der möge mal eben hier unten runterlaufen. Passiv blocken. Der schleppt auch nichts.
Wenn die da unten uralte Abhandlungen so einfach so verkauft haben, vielleicht haben sie ja neue. Ordentlich bin schnell. Athletik 90. Steigert sich noch. So gefällt mir das. Vielleicht haben die auch noch so ein Bein für mich. Ach nee, das hatten wir bei den Fischmenschen gefunden, ne? Das war reines Glück. Staubschutz 0, aber das macht bei der Geschwindigkeit nichts aus. Aber nicht, dass ich irgendwer ist, der mich einholen kann. Hier. Hallo und tschüss. Die haben mich wahrscheinlich nicht mal gesehen. Ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Nein, es ist Osafi. Angesiedelte Nomaden. Und bei denen schon mal? Stellen wir aus, cool. Und die hat auf jeden Fall den Skelettladen mit den uralten Forschungen und darf ich mal hin. Forschung hat Molly jetzt eigentlich in Robotik. 76. Das einzige Bein, was sie immer hergestellt hat, war minderwertig. Ich glaube, die waren 8000 pro Stück oder so. Die uralten. Ja, ich muss ja noch durch den Sumpf. Hoffe doch wohl nicht. Ja, ich jetzt mal das klar, bevor wir da hinschauen.
Ich glaube, da waren wir noch nicht. Ich will da jetzt noch mal hin. Zweiundsiebzig. Steigert sich jetzt natürlich nur noch sehr langsam. Wie können Nomaden angesiedelt sein? Was haben die zu verkaufen? Da, Tiere. What? Warum eine Bandit? So, Entschuldigung. Guck mal, wie gut hier blockt mit der Stangenwaffe. Oh nee, lässt er sich doch hauen. Puh. So. Puh, echt jetzt? Ah, die hat aber. Ist sie tot? Nein, ich glaube, die wird sterben. Lass uns mal gucken, vielleicht können wir auch einen Bauzi holen. Haben die zu? Hallo? Was ist das denn? So ein Rind. Verkaufst du Tierbeutel? Brauchst du ein Tier, steht da? Du brauchst ein gutes Lasttier, wenn du auf deinen Reisen überleben willst. Verkaufst du Tierbeutel? Oh ja. Zeig mal. Überlegen wir einen Knochenhund zu holen. Einen für Osafi. Oh, hier eine Welpe. Oh, für einen Tausi. Ja, los. Den Lake. Geschlecht hat er nicht. Ob nun Kleidung oder nicht, macht keinen Unterschied. Noch ein Hund. Okay. Deine Aufgabe. Folgen, bleib bei Safi. Bleib vielleicht da. So. Du machst aber passiv blocken erstmal. Könntest du mir dann zugucken, was ich so mache. Das ist klein. Okay, habe ich Essen für sie? Ja. Oh, ich kann es verspielen. Okay. Läge. Hallo? Achso, ich sie gestaltet habe. Da. Passiv blocken, wenn ich kann. Oh, Fleisch. Hallo, wo willst du hin? Ich bin Safi. Ist das? So. Leibwächter.
Okay, vergiss das Leibwächter, bleib einfach nur mal in der Nähe. Also, folgen. Ach, die wollte nur den Arm fressen, deswegen. Gut. Hast du dich jetzt eingekriegt? Jetzt hoffe ich da unten hin. Mal gespannt, ob du mitkommst. Wie ich abgehe. Ah, die kann. Was? Warte auf mich. Na egal, den Hund werden die Tiere nicht angreifen, glaube ich. Hoffen. Gucken, ob das überlebt. Was braucht man? Roboter-Hundebein. Shit. Was ist passiert? Ich habe den schon aufgegeben. Bin ich stumpf durchgerannt. Bin gespannt, wie es mit Leg läuft. Hunger hat es nicht, ne? Ne, voll gefuttert. Ja, eine ganz schöne Gegend hier mit den Oasen. Die könnte man sich auch niederlassen. Kann ich die Nomaden schon verstehen. Vielleicht sind die Tiere ja auch neutral, also wenn die hier auf Passiv stehen. Was noch blocken? Ne, blocken kann sie nicht, nur passiv. Also auf jeden Fall irgendwie unterwegs, so langsam. Ja, unsere beste Verteidigung ist nun mal die Geschwindigkeit, wenn wir schnell laufen können. Die verkaufen noch uralte Forschung und das war nicht nur so ein Einmalangebot. Händler? Wolfern. Ja, wenn du mich einholen kannst, kannst du mich angreifen. Oh oh. Oh oh. Naja, das ist nicht vergessen. Wird gefressen. Ach, so ein Teil. Ja, nee. Okay, ciao, Leg. Tut mir leid. So ist das ja in der Wildnis. Vielleicht kaufe ich noch mal einen auf dem Rückweg, dann lassen wir ihn erstmal im Lager, bis er ein bisschen größer ist. Und schneller vor allen Dingen. Und dann werden wir auch mal klein angefangen. Langsam. Ganz schön viel dran. Frisst erstmal die Beine, Mistviecher.
gibt, ja. Ja, die Skellig Challenger, die werden nicht mehr das Problem sein, glaube ich. Echt jetzt, der schwimmt da? Auch 82. Ja, 50%. Macht ja auch Sinn. So, gleich da. Leckeres Ton. Also wenn wir hier eine unendliche Quelle von uralten Forschungen hätten, das wäre gut. Würde ich öfter mal runterlaufen. Hier nichts. So. Der hat auch 24 Stunden offen, ne? Da oben. Willkommen! Ja. Zeig mir mal. Ah, natürlich nicht. Ach nein, oh. Doof. Kack. Schade. Bereits bekannt, bereits bekannt, bereits bekannt. Nix. Schade. Doof. Haben wir die ganze Nacht durchgelaufen für nix. Hast du schon den Nebelgulen, hast du es an den Nebelgulen vorbeigeschafft, Neuling? Ja. Und sicherlich hier, wa? Scheiner Typ 2. Die hatte ich hier mal verkauft. Hm. Na, so ein Satz mit X. Aber ich meine jetzt mal Folgendes. Wo waren wir jetzt noch nicht? Also die hat nur Müll. Schwarzriss ist glaube ich böse.
Die hatten, glaube ich, das waren die Sklavenhändler, oder? Klagen. Ich kann mich nicht erinnern. Und hier hinten hätten wir dann noch zwei Ruinen. Die haben wir geplündert. Das habe ich geplündert, das noch nicht. Was ist das mit den Robotern? Ne, das hatte ich geplündert. Da konnte ich nicht rein. Da haben sie mit Lasern geschossen. Das heißt, sie sind böse. Haben wir den Cartoon schon mal? Ich laufe mal einfach zum nächsten. Schnell genug bin ich heil. Ja, Zwischenzahlen. Hauptsache was. Ja, ich weiß. Auch noch was Tür zu. Tür zu. Die Tür zu. Ah. Oder auch nicht. Hallo, Alarm. Ups, hat's erwischt. Das, was ihn nicht umbringt. Klaus ist schon dabei. Für Erz haben wir gar nicht. Wahrscheinlich würde er wieder Platten herstellen. Ja. Ah, jetzt sind sie weg. Okay, dann nicht. Dann geht dein Aufgaben. Ne? Ja, wieder schwimmen. Das kann natürlich dauern dann. Weltbester Roboterschwimmer. Das waren die Sklavenmärkte. Ich glaube, Klagen war ich noch nie.
Oder? Kann ich nicht sagen. Und jetzt dann da rein. Ach so. Ob die freundlich sind. Ne, war ich definitiv noch nicht. Sieht aber sehr mechanisch aus. Hallo, Freund oder Feind? Freund. Gut. Den Roboterladen. Nur eine Bar. Nämlich veräppeln. Da ist noch was. Ein Wandermann. Und Tasten und da geht es auch noch raus. Oder soll das hier ein Laden sein? Mal gucken, was der hat. Hallo. Was ist denn das? Namens Überlebenskünste, Band 3. Kostet nichts? Doch. Ah. Na, das lesen wir mal. Karte Technologiejäger. Ja. Ort bekannt. Aschländer Sturmbrille. Staubmantel. Das klingt ja gut. Aschländer Hut. Leder. Kaum Schutz, aber Wahrnehmungsbonus. Was ist das? Staubmantel, den will ich auch mal. Staubstürme und Säure 50%, das ist krass. Ah, das ist der Staubmantel. Oh, der ist auch gut. Guck mal, alles 60, 100, das ist kompletter Schutz. Der ist gut. Bibliothekskarte. Vielleicht. Das war's. Keine Händler, nix.
Und hier ist Ende. Ein sehr einfaches Volk, ja. Das ist hier nichts. Noch mal in der Bar gucken, wo war die hier vorne? Da. Was sind da oben noch? Auch nichts. Schnacken. Was ist das für ein Ort? Eine Bergbaustadt. Wie sich herausstellte, waren sie nicht so gut bei der Kontrolle ihrer Sklaven. Aber sie bietet einen guten Unterschlupf für Reisende, solange sich die Wildtiere fernhalten. Wo ich schon davon spreche, halte dich vom Hauptquartier fern und lass die Tore verschlossen. Nenn es einfach eine Maßnahme zur Schädlingsbekämpfung, mit der sich niemand befassen will. Schädlingsbekämpfung? Nee. Handeln. Das sind die Standarddinger, die kennen wir. Ja. Okay, gut. Aber jetzt will ich die komplette Arschländerbrille auch noch haben. Weil die Brille würde ich nie herstellen. Ach, vergiss es. Oder? Brille hast du keinen Kopfschutz. Ich will mal sehen, oder vielleicht kann man die doch zusätzlich anziehen. Ich weiß nicht. Gucken wir mal. Hallo? Mal sehen. Was sind die hier? Schaubschutz 100. Na ja, gut. Das wäre dann anstelle des Hutes, nehme ich an. Witterungsschutz. Kein Rüstungsschutz. Da können wir uns eigentlich eine kaufen. Brauchen wir nicht. Herstellen. 80. Wie gehen die hin? Echt jetzt? Habe ich keinen Hut mehr. Auch nicht schlecht. Ja, wenn ein Krieg ist, muss man halt einen Hut aufsetzen. Wir Verstaubstürme. Der Schutz gegen Säure. Staub, nicht stumpf, Schnitt und Schnittwiderstand. Ja, ich sehe aus. Mit dem Hut sah ich besser. Warte, lauf mal weiter. Vielleicht schaffen wir es noch bei Tag dahin. Gott, und diese E-Mail. Was läuft da denn? War ja mal schnell. Und? Kannst du? Nein, lauf, Raffi, lauf. Lass mich nicht überholen.
Lauf. Der kann doch nicht so schnell sein, Mann. 30 km/h, das große Vieh. Boah, der andere kommt auch. Definitiv noch viel schneller als 30 km/h. Dass die mal zuhaken. Der war langsam Angriff. Lauf. Kannst hier machen, du darfst nur nicht stehen bleiben, Musafi. Ui. Da war knapp. Sitz weg. Einer nur noch. Und 300. Dann speichern nochmal. Pause. Alle halt neu. Weil mit denen komme ich ganz gut klar. Weil ich so gut blocken kann. Ah, oh, nee, ne? Und er blutet, siehst du? Das ist die perfekte Waffe gegen die Viecher. Nee, ne? Oh, super. Das ist die Rache für Lake, nehme ich an. Ganz toll. Ganz toll. Und wie sind meine Beine heile? Ganz toll. Auch blöd von mir, nicht die Brille aufzulassen. Komm, du schaffst das. C50 schon. Meine Herren. Bewusstlosigkeitsdauer 1,87 mal. Bin ich nicht so lange, aber kein Schadenswiderstand. Losigkeit Punkt minus 47. Wundenverschlechterung 0,86. Wie man es trainieren kann. Verletzt werden, verprügelt werden, Kämpfe verlieren, keine Rüstung tragen, mehr Schaden erhalten. Aufstehen und kämpfen, anstatt sich tot zu stellen. Oh Mann. Heil dich. Du bist kritisch.
Okay, dann plündern wir wenigstens die. Oh Mann. Mein Schädel tut weh, aber sonst geht's. Dem auch mein Staubbrot gelassen. Naja, die Brille setze ich nicht mehr auf. Staub brauchen wir eigentlich nicht hier. Der braucht schon den Kopf. Ach, die sind ganz oben drin. Na. Ach so, sowas kann man nicht selber bauen, glaube ich. Das macht die Städte dann doch noch mal etwas speziell. Da ist er. Hallo. Halt, Zivilist. Ja, was gibt's? Du hast da eine Menge Beutelödländer. Ich muss sie überprüfen, bevor ich dich durchlassen kann. Ja, machen wir uns beiden nicht einfacher. Verständlich. Nö, okay. Lass mich in deinen Beutel schauen. Aha, Rauschmittel, was? Verdammte Ratte, wir haben hier ein striktes System zur Bestrafung von Schmugglern. Was? Das gehört. Oh! Das gehört mir nicht. Schmuggeln ist hier ein ernstes Verbrechen, Hooligan. Dafür könntest du eine lange Zeit in den Käfigen verbringen. Glaube mir, du willst deine Tage nicht eingeengt in einem dieser dreckigen Dinger verbringen. Mann, du tust mir gerade leid. Du hast mir das untergeschoben. Ich nehme also an, du willst etwas von mir, oder? Ich will lediglich das Gesetz durchsetzen und Leuten wie dir dabei helfen, sich zu bessern. Zahl die Strafe für illegalen Besitz, 2000 Cuts und wir vergeben all deine heutigen Verbrechen, okay? Ich habe keine Wahl hier. Hoffentlich erwische ich dich nicht noch einmal dabei, Ärger zu machen. Mach schon, lauf verdammt nochmal weiter, verdammter Wurm. Viel Gefluche. Ich hoffe, die lässt mich jetzt hier durch. Meine Fresse, was für eine doofe Tante. Ich hoffe, die haben mir was. Oh, guck mal, hier ist eigentlich das eigentliche Tor. Wir wären ja nie lebendig reingekommen mit Angriff. Wenn die hier keinen ordentlichen Laden haben, ne? Oh, guck mal her. Fernkampfladen. Ah, lass mal handeln. Zahnstocher. Bolzen. Kennen wir schon. Zahnstocher kennen wir nicht. Jetzt nur um die Forschung hier. Werden dann irgendwann mal Fernkämpfer herstellen. Ne? Noch ein anderer Laden? Daraus. Oh, hier, guck mal. Machen wir da. Suchst du Baumaterialien? Nee, zeig mal. Nee, das ist eigentlich alles gar nicht.
Ehre, einen der klügsten Köpfe unserer Zeit zu treffen. Kaiser Tengus. Och, jetzt habe ich russische Außerwege geklickt gehabt. Naja, was soll's. Hier haben wir Waffen. Und der hält sich auch den Baum. Sie kneift die Augen zusammen und mustert dich von oben bis unten. Noch ein Schnorrer mit einem rostigen Schwert. Wo hast du dieses Stück Schrott gefunden? In der Leiche eines toten Hungernden? In einem Schrotthaufen? In einer Sumpfruine? Vielleicht solltest du lieber in einem etwas günstigeren Laden probieren, Reisender. Für die besten Waffen braucht man die dicksten Cutbeutel. Ja, da irrst du dich. Sieh an, ein perfektes Beispiel, dass das Aussehen täuschen kann. Also, was möchtest du kaufen? Tünchen Schrottmeister. Ne, zeig mal. Ja. Hui. Genau. Fremde Säbel. 14.000. Wüstensäbel. Genau. Genau. Jitten. Das sind Jitten. Fremde Seele. Viert exotischer Seele. Ja, komm, soll's. Hier sind 14.000. Das sind die großen hier, ne? Oh, Langschwert Blaupause hätte ich ganz gerne. Das ist eine Jitte. Das ist eine stumpfe Waffe. Ah, die ist nicht so interessant. Ein Topper, das ist ja auch gut. Was haben wir denn da jetzt gekauft? Nur das hier, oh, ist ein Kuh. Naja. Ich glaube, wir bleiben jetzt mal hier. Wir müssen sowieso wieder Geld machen. Das Bar. Oh, hier ist noch ein Händler. Schade, was wir eigentlich haben will, nur alte Forschung. Ach, hier war ich schon mal. Vor langer Zeit. Ich kann mich erinnern. Hat man hier nur ein Schwert gekauft oder so. Händler, Händler, Bar. Also Baumaterialhändler. Aber hier bei ihm aber noch nicht, oder? Bei ihr oder keine Ahnung. Ihm. Es. Ja, ich kann mal alle. Okay. Dann wird es für uns noch in die Bar zu gehen. Und uns hinzuhauen. Ich glaube, hier hatten wir zwei. Hier hatten wir Skinner. Hatte ich Skinner rekrutiert. Genau, da war. Das war die Aufnahme, die kaputt gegangen war.
Wer ist denn hier der Barmann? Alter. Ja, passt schon. Einfach mal oben hinhauen. Hier ist mal hier das erste Bett. So. Da liegt er. Okay, und dann machen wir hier Pause und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.